Ich grüße euch auf dem Channel, Freunde. Heute werde ich die Geschichte eines Hickschulmädchens, Wada, erzählen, die mit einer Tragödie konfrontiert wird, die ihre Beziehung zu ihrer Familie und ihren Freunden und ihre Sicht auf die Welt für immer verändert. Ich bin gespannt auf eure Meinung zu dem Film in den Kommentaren. Viel Spaß beim Anschauen! Es war ein ganz gewöhnlicher Tag für ein Mädchen namens Wada, das mit seinem besten Freund Nick auf dem Weg zur Schule war und in der Klasse ankam. Plötzlich erhält das Mädchen eine alarmierende Textnachricht von ihrer jüngeren Schwester Amelia. Wada geht auf den Korridor und erfährt, dass Amelia ihre Tomatentage begonnen hat, worüber sie sehr besorgt ist. Daraufhin versucht ihre Schwester, ihr einen Streich zu spielen und verspricht, ihr heute Abend alle blutigen Details des Falles zu erzählen. Wada geht auf die Schultoiletten, wo sie Mia, ein beliebtes Mädchen, trifft. Sie sieht sie an und sagt, dass Mia bei ihrer Schönheit nicht einmal Make-up tragen muss. Plötzlich sind in diesem Moment Schüsse auf dem Gang zu hören und die Mädchen rennen in eine der Toilettenkabinen, um sich zu verstecken. Die Geräusche sind endlos und Wada, der klar ist, dass sie sterben könnte, wählt eine Abschieds-SMS. Bald darauf rennt ein anderer Schüler, Winton, in die Toilette. Wir erfahren, dass der Schütze Wintons jüngeren Bruder getötet hat. Bald darauf trifft die Polizei an der Schule ein und der Schütze wird eliminiert. Doch die Ereignisse haben Wada schwer zugesetzt, die den Schock lange Zeit nicht überwinden kann. Sie findet Mia auf Instagram und beschließt, ihr zu schreiben, da sie an Schlaflosigkeit leidet. Nachdem sie mit ihrer neuen Freundin gesprochen hat, erfährt Wada, dass ihre Eltern in Japan sind und sie ganz allein im Haus ist und Angst hat, also gibt sie Wada ihre Telefonnummer und sagt ihr, dass Wada sie besuchen kommen kann, wenn sie möchte. Das Mädchen wacht aus einem Albtraum auf. Und am Nachmittag sucht Wada Nick auf, der sich an das Geschehene erinnert und spekuliert, dass er den gestrigen Tag vielleicht überlebt hat, um einen ähnlichen Vorfall in der Zukunft zu verhindern, und so beschließt er, eine Bewegung gegen die Schützen zu organisieren. Zu Hause sieht sich Wada Mias Tanzvideos auf Instagram an und Mia schlägt ihr plötzlich ein Treffen vor. Sie geht zu ihrer neuen Freundin, die versucht, so zu tun, als ging es ihr gut. Wada schwärmt von den Tanzvideos, die Mia gesehen hat, und erzählt ihr, dass morgen die Beerdigung von Wintons Bruder stattfindet, zu der sie gehen möchte. Mia schlägt vor, dass sie zusammen hingehen, und ihr Erscheinen auf der Beerdigung ist sehr beruhigend für einen Mann, der mit ihnen ein schreckliches Ereignis durchgemacht hat. Wada bringt eine Trauerkarte mit nach Hause und legt sie in eine Schachtel, und schließlich stellt sich heraus, dass die Schachtel auch Karten von anderen Familien derjenigen enthält, die am Tag der Tragödie gestorben sind. Wada ist immer noch erschüttert von dem, was passiert ist, aber eines Tages schreibt Mia ihr und lädt sie ein, sie wieder zu besuchen. Sie findet heraus, dass ihre Freundin Mia trotz ihres guten Aussehens kein Partygirl ist und ihre gesamte Freizeit dem Tanzunterricht widmet, den sie vor dem Vorfall in der Schule jeden Tag besuchte. Nachts bittet Mia Wada, bei ihr zu bleiben, bis sie eingeschlafen ist, und auf dem Heimweg entschuldigt sich Wada bei Nick dafür, dass sie nicht zu dem Protestmarsch gegangen ist, bei dem der Junge aufgetreten ist. Nachts wird Wada weiterhin von Albträumen geplagt, und ihre Mutter schlägt vor, dass Wada zu einem Psychiater geht. Das Mädchen geht zu einem Psychiater, kann sich aber während der Sitzung nicht öffnen. Und zu Hause, während Amelia ein Tanzvideo für TikTok filmt, schreibt Wada an Winton, er bedankt sich noch einmal bei dem Mädchen, dass sie zur Beerdigung seines Bruders gekommen ist, und bietet ihr an, sich mit ihr zu treffen. Im Café schweigen sie jedoch, bis das Mädchen dem Jungen eine Umarmung anbietet. Wada besucht Mia, die sich Nick im Fernsehen ansieht und ihre Freundin bittet, ihr Wein einzuschenken. Danach gehen sie in den Whirlpool, rauchen eine Zigarette und gehen dann zum Pool, wo das Mädchen, das noch nie geraucht hat, eine Menge Unsinn erzählt. Zu Hause sträubt sich das Mädchen, mit ihrer Mutter zu sprechen, und wird noch ärgerlicher, als ihre Mutter vorschlägt, sie solle wieder zur Schule gehen, zumal Mias Eltern ihr erlaubt haben, so lange wie nötig zu Hause zu bleiben. Wada kehrt zwar in die Schule zurück, hat aber große Angst vor dem Toilettengang und leidet unter Panikattacken. Am nächsten Tag kauft das Mädchen beim Schulverkäufer ein und sitzt bereits in einem veränderten Zustand im Klassenzimmer. In diesem Zustand zerkaut Wada einen Stift und muss, nachdem sie sich mit Tinte beschmutzt hat, das Klassenzimmer verlassen. Auf dem Korridor geht es dem Mädchen noch schlechter und sie schreibt an Nick, damit er ihr hilft. Ein Freund findet Wada und bringt sie nach Hause, wo Amelia versucht, ihre Schwester zu fragen, was mit ihr passiert ist. Doch Wada lacht wie immer nur. Am Morgen ruft Winton das Mädchen an und erzählt ihr, dass sie ihm gestern Abend in einem veränderten Zustand eine SMS geschickt hat, und Wada schlägt vor, dass er heute Abend zu ihr nach Hause geht und sich einen Film ansieht.
Der Junge stimmt zu und geht zu dem Mädchen, aber der Film wird unterbrochen, als Vinton gebeten wird, nach Hause zu kommen. Am Abend lügt das Mädchen ihren Eltern wieder vor, dass sie zu Nick geht, aber sie geht zu Mia, mit der sie Zeit in der Sauna verbringen. Dort stellen sie fest, dass sie beide noch Jungfrauen sind, also betrinken sie sich und gehen aus, und in der Nacht beschließen sie, in Mias Wohnung zu experimentieren. Am Morgen wird Vada klar, was zwischen ihnen geschehen ist, und sie geht nach Hause, wo sie von einer besorgten Familie erwartet wird, die sie nicht erreichen konnte, da sie ihr Telefon ausgeschaltet hat. Auch die Option mit Nick scheitert, da er selbst angerufen hat, um das Mädchen zu suchen. So teilt eine irritierte Vada ihren Eltern mit, dass sie bei einer Freundin war, wo sie sich betrunken hat, obwohl sie Alkohol gar nicht mag. Das Mädchen kommt, um sich bei Nick zu entschuldigen, und der Mann sagt, dass sowohl er als auch ihre Familie sich große Sorgen um sie gemacht haben. Der Typ wirft Vada vor, dass sie einfach mit Mia abhängt, als wäre nichts passiert. Und er versucht, die Situation mit der Schießerei in der Schule zu ändern, woraufhin die aufgebrachte Vada wegläuft. Sie beschwert sich bei Vinton über das Gespräch mit Nick. Der Mann beruhigt sie und erklärt ihr, dass Nick wegen seiner Aktivitäten unter großem Druck steht. Vada bittet seinen Kumpel, ihm von seinem verstorbenen Bruder zu erzählen, woraufhin Vinton antwortet, dass ihn schon lange niemand mehr darum gebeten hat, weil alle Angst haben, ihn noch einmal zu verletzen. Der Junge schüttet dem Mädchen sein Herz aus, woraufhin Vada ihn küsst, aber Vinton weist das Mädchen schnell ab und sagt, dass er gefühlsmäßig noch nicht bereit für eine Beziehung sei. Schließlich steigt Vada verärgert aus dem Auto aus und erhält später Nachrichten von Mia, bist du böse auf mich? Nachts steigt ihre Schwester zu ihr ins Bett, um mit ihr zu reden. Es stellt sich heraus, dass Amelia trotz ihrer äußerlichen Gleichgültigkeit die Gesellschaft ihrer Schwester wirklich vermisst und dass sie dachte, sie sei für das Schreiben der Nachricht über die Tomatentage verantwortlich, die Vada in einen Korridor brachte, in dem sie innerhalb von Minuten hätte getötet werden können, genau wie Vintons Bruder getötet wurde. Vada antwortet, dass sie auf der Schultoilette saß und sich sicher war, dass sie sterben würde, und ihr klar wurde, dass sie vielleicht nur noch Zeit hatte, einer letzten Person zu schreiben, und diese Person war Amelia, und der Text lautete, ich liebe dich auch. Die Schwestern schlafen gemeinsam ein. Am nächsten Tag nimmt der Vater Vada mit aufs Land, und als Vada versehentlich ein Schimpfwort ausstößt, während sie über den Vorfall spricht, schlägt der Vater vor, dass sie beide fluchen, wodurch sich Vater und Tochter besser fühlen. Vada beschließt, Mia zu besuchen und findet sie betrunken in der Sauna. Im Laufe des Gesprächs stellt sich heraus, dass beide befürchteten, dass die letzte Nacht ihre Freundschaft ruiniert hatte, was aber nicht der Fall war. Schließlich beschließt Mia, endlich wieder zum Tanzkurs zu gehen und ihre Freundin verspricht, sie zu begleiten. Bei ihrer nächsten Sitzung mit dem Psychiater erzählt Vada noch viel mehr. Das Mädchen offenbart, dass andere Jungs wie Nick im Gegensatz zu ihr mit der Situation fertig geworden sind und nun versuchen, die Welt zu verändern, während Vada selbst sich schon seit einiger Zeit fragt, könnte es einen Grund geben, warum sie überlebt hat und andere nicht. Jetzt wird ihr klar, dass es keinen Grund gab, so wie es auch für niemanden damals einen Grund gab, zu sterben. Als Vada nach Hause kommt, umarmt sie ihre Mutter zum ersten Mal seit langer Zeit und erzählt ihr schließlich von dem Alkohol, den Drogen und der Nacht, die sie mit Mia verbracht hat, woraufhin sich die verzweifelte Frau ein großes Glas Wein einschenkt. Vada kommt an der Tanzschule an und schreibt ihrer Freundin eine SMS, dass sie vor der Schule auf sie wartet. Das glückliche Mädchen blickt dann in den Himmel, bis sie plötzlich eine Nachricht über eine weitere Schießerei an einer Schule in Ohio erhält, was Vada zu einer weiteren Panikattacke veranlasst. Das ist das Ende des Films. Wenn Ihnen der Film gefällt, unterstützen Sie ihn bitte, indem Sie ihn liken. Danke, dass ihr alle zugeschaut habt. Schreibt in die Kommentare, was ihr von der Geschichte haltet, und wir sehen uns in den nächsten Videos.